Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe letztens den Planeten Jupiter fotografiert und meine Erfahrungen dazu möchte ich euch hier in diesem Video kurz mitteilen. Wenn du dich auch zum Thema Astrofotografie interessierst, abonniere gerne diesen Kanal. Hier erscheinen regelmäßig neue Videos zu diesem Thema und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ja, wir hatten ja letztens Vollmond und bei Vollmond kann man ehrlich gesagt sonst nicht viel fotografieren, also im Deep Sky Bereich macht es einfach keinen Sinn und deshalb habe ich mich dann dazu entschlossen, mal auf Planetenjagd zu gehen und zwar zeige ich euch jetzt hier mal in diesem Video, wie ich eben den Planeten Jupiter fotografiert habe. Und zwar habe ich jetzt zum allerersten Mal meine neue Kamera dazu verwendet. Und zwar ist das die QRY53462C. Ist ja eigentlich meine Guiding-Kamera. Also ich verwende es halt auch fürs Auto-Guiding, aber primär wäre die Kamera eigentlich für Planetenfotografie gemacht worden. Und man merkt es auch schon beim Lieferumfang, was eben da dabei war. Und zwar ist eben da unter anderem ein UVIR-Cut-Filter dabei, aber eben auch ein spezieller IR850-Filter. Dann ist ein sogenannter CH4-Methan-Filter dabei und das ist wirklich sehr spannend, was man damit machen kann. Das zeige ich euch dann gleich noch am PC. Ja, dann habe ich hier vom Astronomic noch den ProPlanet 742, auch so ein IR-Pass-Filter. Ja, und dann habe ich hier noch so einen speziellen Mondfilter, das ist eigentlich, den habe ich ja schon länger. Das ist eigentlich ein Filter, wo man eben den Kontrast ein bisschen steigern kann von TS. Das habe ich auch mal getestet und ja, das Ergebnis zeige ich euch dann gleich alles am Rechner. Zunächst noch hier kurz den Aufbau von meinem Setup. Also ihr habt schon gesehen, so war eben die Kamera da zunächst drinnen. Das Ganze sieht es bei mir so aus, ich baue das Ganze jetzt hier mal kurz auseinander. Das ist jetzt eben hier ein Adapter, eben ein 2 Zoll hier, was eben in den Auszug vom Teleskop eben reinkommt, also in den ORZ. Und das geht eben dann hier auf 1,25 Zoll zusammen. Also 2 Zoll zu 1,25 Zoll. Die ganzen Sachen, die ich euch jetzt hier zeige, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr über diese Links einkauft, dann bekomme ich ein paar Prozent Provision. Für euch wird das natürlich nicht teurer und ich kann damit eben wieder meine YouTube-Videos finanzieren. Ja, jedenfalls in diesen 1,25 Zoll Adapter kommt eben dann eine Balo-Linse rein. In dem Fall habe ich hier eine 5-fach Balo-Linse. Das ist die von Tele Fue 5-fach PowerMet. Und je nachdem, welches Teleskop jetzt ihr habt, solltet ihr ungefähr so F20 anstreben. Also mein Teleskop hat ja 1000 mm Brennweite, ist ein 10 Zoll Newton, damit F4. Mit der 5-fach Balo erhöhe ich dann die Brennweite auf 5000 mm und verschlechtere aber eben dann auch die Lichtstärke auf F20. Ja, als nächstes kommt dann hier der ADC. Und zwar habe ich hier den von Piero, der Mark III ist das. Ja, verlinke ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und das Ding ist eben dazu da, damit man eben die Rot-Grün-Blau Farbverschiebungen wieder übereinander legen kann. Also es ist ja quasi so, je niedriger ein Planet am Horizont steht, desto schräger kommt eben das Licht auf die Atmosphäre von der Erde und dadurch bricht sich auch das Licht unterschiedlich. Also je nach Wellenlänge von Rot, Grün, Blau wird das eben unterschiedlich stark gebrochen und bei uns dann auf der Erde am Boden sehen wir quasi dann den Planeten und dann sieht man eben zum Beispiel oben so einen blauen Saum, unten so einen roten Saum. Und mit so einem ADC kann man diese Farbverschiebungen wieder exakt übereinander legen und dadurch kann man eben auch ein bisschen bessere Bildschärfe erreichen.
Ja, und dann braucht man im Prinzip nur noch eine Möglichkeit, dass man eben hinten hier nach diesem ADC wieder auf die 1,25 Zoll kommt, wo man eben dann die Kamera reinstecken kann. Da kann man entweder eben so einen Adapter hier verwenden, der war glaube ich bei meiner ASI-Kamera dabei oder war der auch bei der QY dabei, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo das Ding hier dabei war. Das ist aber relativ kurz hier, deshalb verkippt hier auch die Kamera ein bisschen leichter und nachdem ich auch diesen Helical-Fokusser von ZWO hatte, das ich ja eigentlich fürs Autoguiding verwende, habe ich jetzt eben das hier raufgeschraubt. Da kann man eben einfach viel besser hier die Kamera eben reinstecken, also da hat man für viel längere Führung und man kann es dann auch ein bisschen in einen Abstand vom ADC eben reingeben. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Abstand hier wichtig ist. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man eben ein paar Zentimeter Abstand haben sollte. Das kann ich jetzt nicht direkt bestätigen, dass das so sein sollte, aber ich denke mal, schaden wird es vielleicht auch nicht. Ja, so viel zum Aufbau von dem ganzen Ding her. Also dieses Gerät dann kommt eben so in den Auszug vom Teleskop rein und hier dann natürlich noch das USB-Kabel dran. Ja, und das Ganze habe ich dann mit Sharpcap aufgenommen und dazu gehen wir jetzt aber an den Rechner. Da habe ich nämlich das ein bisschen mitlaufen lassen, also den Screenshot quasi mitgefilmt und das zeige ich euch jetzt dann. Beziehungsweise am Ende von diesem Video zeige ich euch dann auch noch ein paar Ergebnisse und generell auch die Kameraeinstellungen dazu und wo zumindest ich so die besten, qualitativ die schärfsten Bilder erreicht habe. Ja, vielleicht sollten wir zuerst einmal kurz drüber reden, wie schafft man es eigentlich, dass man das Teleskop so ausrichtet, dass man auch den Planeten im Bildfeld hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man sich jetzt vielleicht zunächst mal denken könnte. Also da habe ich zum Teil auch schon relativ lange herumprobiert, bis dass ich dann endlich mal den Planeten gefunden hatte im Teleskop, weil so Dinge wie GoTo und so weiter, das versagt alles. Also das ist viel zu ungenau und gerade wenn du dann eine 5-fach Barlow-Linse verwendest mit einem relativ kleinen Sensor, wie es eben diese Planetenkameras haben, da hat man wirklich so ein kleines Bildfeld, dass eben das gar nicht so einfach ist. Ja, ich habe mich dann zunächst so beholfen, indem ich die Kamera samt der 5-fach Barlow mal runtergegeben habe und dann eben die Kamera direkt in den Auszug gegeben habe, also eben ohne der 5-fach Barlow. Und dann habe ich die Nachführung vom Teleskop eingeschaltet und habe mich eben hinter den Tubus gestellt und dann mit einem Auge geschlossen, eben so möglichst parallel auf den Tubus von hinten drauf geschaut und dann eben versucht eben den Planeten schön anzuvisieren. Ja, mit etwas Glück hat man dann auch schon den Planeten im Bildfeld von der Kamera. Wenn es noch immer nicht klappt, dann kann man eventuell den Fokus mit Absicht auf ganz unscharf stellen und eben dann die Belichtungszeit ein bisschen erhöhen, zum Beispiel auf Viertel oder halbe Sekunde Belichtungszeit und dann wird nämlich der Planet zu einer relativ großen Scheibe. Und wenn man dann irgendwo schon in einer Ecke schon so diese Scheibe sieht vom Planeten, dann kann man eben mit der Nachführung den Planeten im Bildfeld von der Kamera zentrieren. Und wenn der schön mittig ist, dann kann man auch mal ein bisschen scharf stellen. Ja, wenn das dann mal passt, dann wieder die 5-fach Barlow-Linse rein und hoffen, dass er dann immer noch im Bildfeld von der Kamera ist. Wenn er jetzt nicht mehr im Bildfeld ist, dann wieder auf unscharf gehen und wieder versuchen, dass man eben irgendwo diese unscharfe Scheibe wieder sieht. Und so muss man sich halt dann rantasten und schauen, dass man halt den Planeten irgendwie erwischt. Andere Leute gibt es auch, die verwenden ein Okular, um eben den Planeten schön mittig ins Okular zu bringen. Ich habe aber derzeit noch kein Okular und ich weiß jetzt auch nicht so recht, welches dafür geeignet sein sollte. Ich vermute mal eins, wo man relativ weitwinklig alles sehen kann. Wenn vielleicht einer von euch dazu schon Erfahrung hat, postet doch gerne mal unten in die Kommentare rein, welches Okular dafür geeignet wäre, weil sowas würde ich mir dann eventuell auch nochmal bestellen.
Ja, jedenfalls, irgendwann sollte man es mal geschafft haben, eben den Planeten ins Bildfeld von der Kamera zu bringen, trotz fünffach Barlow-Linse und kleinem Sensor. Und wenn man dann einen ADC hat, was ich eben wirklich sehr empfehlen kann, gerade aktuell, wo ja die Planeten recht tief stehen, bietet das neue SharpCap 4 ein ganz tolles Feature, und zwar kann man hier den ADC justieren mit Hilfe von SharpCap. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Also ich bin total begeistert von dieser neuen Funktion in SharpCap. Also wie man hier schon sehen kann, gibt es eben hier so Balken und dann so Pfeile. Und jetzt kann sich wahrscheinlich jetzt hier schon jeder denken, das Ziel ist, dass diese Balken möglichst klein werden. Und es steht dann auch immer in roter und blauer Schrift, in Grad, glaube ich, ist das, oder irgendwie zum Beispiel 0,3 oder 0,5, wie groß eben noch die Abweichung ist oder wie groß noch diese Farbverschiebung ist. Wenn man natürlich am ADC dreht, dann verschiebt sich auch immer wieder ein bisschen so der Bildausschnitt. Das heißt, der Planet, der schiebt sich dann zum Teil auch wieder an den Bildrand. Dann muss man eben wieder mit der Nachführung schauen, dass der wieder schön zentriert ist. Und dann kann man beim ADC wieder weiter herumschrauben. Und irgendwann sollten dann eben diese Balken und diese Abweichung möglichst klein sein. Also in dem Fall, seht ihr es hier, bin ich hier schon bei 0,1. Das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Ja, ich sag mal so, alles, was vielleicht unter 0,3 ist, sollte eigentlich schon so okay sein. Ja, wenn man das geschafft hat, dann bietet es sich noch an, dass man eben einen ROI vom Bildsensor nimmt. Das heißt, man liest dann nicht immer den kompletten Sensor aus, sondern zum Beispiel geht wie hier auf 640x640 Pixeln. Ja, da wird schon ein bisschen knapp mit dem Rand herum. Da muss halt die Nachführung wirklich exakt gehen. Man kann jetzt hier zum Beispiel, wie in meinem Fall, auch auf 800x800 gehen. Dann hat man noch ein bisschen mehr Flash rund um den Planeten herum. Ja, um jetzt hier noch die richtige Belichtungszeit einzustellen, empfehle ich euch, das Histogramm hier mal einzublenden. Und dann könnt ihr eben mit der Belichtungszeit und dem Gainwert eben versuchen, dass ihr so zwischen 60% und 80% seid. Beziehungsweise dann auch noch Rot-Grün-Blau-Kanal, dass eben die mit diesem Weißabgleichregler eben noch schön übereinander bringt. Also darauf habe ich eben auch geachtet. Und so sollte eben dann auch nichts überbelichtet sein. Ja, vielleicht noch kurz ein Wort zur Belichtungszeit. Und zwar habe ich halt gemerkt, dass mit den ganzen Tests, je kürzer man belichtet bei den Einzelframes, desto schärfer werden dann letztendlich auch die Bilder, weil man eben dadurch das Seeing, also diese Luftunruhe, so ein bisschen austrickst oder umgeht. Und ja, die beste Bildqualität oder die beste Schärfe habe ich so mit einer 60stel oder einer 125stel Sekunde erreicht. Das Problem ist aber dann natürlich bei lichtschwächeren Teleskopen, also mit weniger Öffnung, da kann es dann schon auch mal knapp werden, je nachdem, welchen Filter man dann eben auch verwendet. Also wenn man es nur einen UV-Aircut-Filter verwendet, kommt dann noch relativ viel Licht durch auf dem Sensor. Aber wenn man dann mit diesen IR-Pass-Filtern arbeitet, gerade dann mit 800 Nanometern aufwärts oder überhaupt dann mit diesem Methan-Filter, da kommt dann schon fast gar kein Licht mehr durch. Das zeige ich euch dann auch gleich noch. Da muss man halt mit dem Gain stark hochgehen, dann rauscht das Bild wieder sehr stark. Ja, da muss man halt immer so ein bisschen einen Mittelweg finden, und am besten, man testet vielleicht einfach bei so einer Aufnahmesession mehrere Belichtungszeiten durch, also von kürzer belichtet bis länger belichtet, um eben dann für sich selber, also für das eigene Equipment und auch dem eigenen Standort, die besten Aufnahmebedingungen zu erreichen. Ja, das nächste ist dann natürlich, wie lange belichtet man dann insgesamt? Und da ist auch der Jupiter nicht ganz so einfach, weil der rotiert natürlich genauso wie die Erde, und das sogar relativ schnell. Und deshalb empfiehlt es sich, maximal 90 Sekunden zu belichten.
Ja, manche empfehlen auch nur 60, 70 oder 80 Sekunden zu belichten. Ja, je länger man halt einfach belichtet, desto weiter dreht er sich halt auch in dieser Zeit und dadurch wird einfach dann das Bild so quasi in Längsrichtung ein bisschen verschwommen. Es gibt da zwar ein Programm und damit kann man die Bilder so ein bisschen derotieren, und zwar geht das mit dem WinYupus. Das ist eine kostenlose Software. Ja, dazu könnte ich auch mal ein eigenes Video aufnehmen, wie das Ganze funktioniert. Also das habe ich auch schon mal probiert mit so einer 5-Minuten-Aufnahme dann vom Jupiter, da waren es sogar 7 oder 8 Minuten, aber das Ergebnis war dann kaum besser. Also maximal vielleicht so im mittleren Bereich, aber dann im Randbereich, da hat man einfach dann weniger Details, selbst wenn man es derotiert. Ja, wenn ich bei meiner Kamera die Filter tauschen will, das geht auch relativ simpel bei mir, da ziehe ich jetzt einfach eben hier die Kamera kurz raus, gebe dann eben einen anderen Filter drauf, zum Beispiel jetzt diesen Methanfilter, stecke die wieder rein und weiter geht's. Ja, wie zu Beginn in diesem Video schon erwähnt, ist der Methanfilter wirklich sehr speziell, aber auch extrem spannend, finde ich. Und ja, also ich vermute auch, dass da irgendwo bei 10 Zoll Durchmesser, so wie es eben bei mir ist, auch schon irgendwo grenzwertig ist, weil da eben einfach nur sehr, sehr wenig Licht durchkommt. Also je nach Planet strahlen die eben unterschiedlich viele Photonen in diesem Lichtspektrum aus. Und beim Jupiter sieht eben das Ganze dann so aus. Und in dem Fall musste ich da zum Teil Viertel oder sogar eine halbe Sekunde Belichtungszeit einstellen, wodurch natürlich dann die Bilder bei weitem nicht mehr so detailreich und scharf werden, wie jetzt zum Beispiel ohne diesen Filter. Aber im Endeffekt geht es mir da auch jetzt in dem Fall gar nicht so sehr, dass man da irgendwie das Beste an Details rausholt. Das ist sowieso nicht möglich, da bräuchte man halt irgendein Teleskop mit einem halben Meter Durchmesser oder einen ganzen Meter. Also je mehr natürlich, desto besser. Sondern mir geht es eigentlich nur darum, dass ich halt einfach mal ein bisschen experimentieren kann und eben einfach auch mal völlig anderes Bild vom Jupiter bekomme. Also ich finde es echt spannend, was man eben dann trotzdem mit Amateur-Equipment noch erreichen kann. Und darum ging es mir oder geht es mir eigentlich in erster Linie. Und es macht eben einfach Spaß und das ist sowieso das Wichtigste, finde ich. Ja, ich habe dann die ganze Nacht über mit dem Filter noch ein bisschen herumgespielt und die Ergebnisse, die zeige ich euch jetzt. So, kommen wir jetzt aber nun zu dem finalen Ergebnis, was ich eben da am 23. Juli erreicht habe. Das ist jetzt hier mit dem UVI-Aircut-Filter und naja, das Siegen, das habt ihr auch vorhin schon gesehen, das war jetzt nicht so besonders, also der Planet ist schon ziemlich herumgezappelt. Und deshalb habe ich dann einfach auch nicht mehr als das eben jetzt hier herausholen können. Also das ist jetzt eben hier mit dem UVI AirCut Filter. Und hier habe ich dann mal mit dem IR742 ein Bild gemacht. Also das ist der Filter jetzt von Astronomic. Und mit dem Filter konnte ich eigentlich auch noch das Maximale herausholen. Ja, bei der Kamera war dann unter anderem auch noch der IR850 dabei. Da habe ich dann eben dieses Ergebnis hier dabei erhalten. Nochmal zurück, 742 und das. Ja, zoomen wir vielleicht mal in die 200% Ansicht rein. Hier nochmal der IR742 und hier der IR57. Also beim 742er kommt doch nochmal ein bisschen mehr Licht an und bringt dann letztendlich auch das bessere Ergebnis. Ja, und hier noch der Spezialfilter, der Methanfilter. Also natürlich ist alles andere als detailreich, aber dennoch finde ich sehr spannend, einfach was eben hier so besonders hell leuchtet. Und das hier dürfte eben der Sturm hier sein auf dem Jupiter. Und auf jeden Fall, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, mal so einen Methanfilter zu testen, macht das auf jeden Fall einmal. Finde es sehr spannend. Und schreibt auch gerne unten mal in die Kommentare hinein, mit welchen Belichtungszeiten ihr so die besten Erfahrungen bisher gemacht habt.
Also es ist nicht nur im Gesamten, wo ich gesagt habe, 90 Sekunden, sondern vor allen Dingen auch mit welcher Belichtungszeit eben die Einzelframes aufgenommen werden. Also ich habe eben die Erfahrung gemacht, je kürzer, desto besser. Aber natürlich jetzt bei diesem Methanfilter, da kommt schon so wenig Licht durch, dass man zumindest eine Viertelsekunde belichten muss. Ja, oder man geht halt mit dem Gain dann schon extrem hoch. Vielleicht wird es dann auch noch mit einer Achtel oder einer Zehntelsekunde gehen. Das muss ich nochmal testen. Ja, über die Bildbearbeitung selber wird es dann kommenden Sonntag ein Video geben, wie ich eben das gemacht habe. So, jetzt habe ich hier nochmal kurz drei Bilder geöffnet, alle drei gleich bearbeitet, also nur mit dem Autostacker und Astra Image. Jetzt nicht final bearbeitet, nur so im Groben. Einmal hier mit einer 15-Sekunde belichtet bei den Einzelframes, hier eine 30-Sekunde und hier eine 60-Sekunde. Insgesamt eben jeweils 90 Sekunden insgesamt quasi Aufnahmedauer. Und wenn man jetzt hier nochmal vergleicht, eine 30, eine 15, okay, die ist generell ein bisschen heller, aber jetzt achtet mal nur auf die Details, ist hier bei einer 30 doch nochmal ein bisschen mehr und das meiste an Details ist eindeutig hier mit einer 60. Also wenn wir hier nochmal zurückspringen, eine 30, eine 60. Und hätte ich hier eine 125 gewählt, wären vermutlich noch ein bisschen mehr Details zu sehen. So, hier auch vielleicht noch ganz interessant, das ist jetzt hier eine 90 Sekunden Belichtung mit dem Mondfilter, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und zwar mit den exakt gleichen Kameraeinstellungen, was jetzt Gain und Belichtungszeit betrifft, habe ich dann auch nochmal direkt im Anschluss 4 Minuten lang belichtet. Und jetzt ohne Wing-Upus, also keine Derotation und so weiter durchgeführt, sondern einfach nur Autostackered und Astra Image Deconvolution. Und dann habe ich eben hier einmal dieses Ergebnis erreicht. Also das ist jetzt hier das mit 4 Minuten Belichtungszeit. Schreiben wir hier mal die 4 Minuten. Und das ist jetzt das hier mit 90 Sekunden. Also 1,5 Minuten. So, nochmal 1,5 Minuten und dann 4 Minuten. Und da sieht man auch ganz deutlich, dass man um einiges mehr Details hier hat bei nur eben 1,5 Minuten Belichtungszeit und das mit 4 Minuten wirkt ein bisschen verschwommener. Also es wirkt zwar auch ein bisschen weicher, also ein bisschen weniger Bildrauschen ist natürlich auch drinnen, weil einfach mehr Bilder eben gestackt wurden, weil natürlich bei 4 Minuten kamen mehr Einzelframes zusammen wie bei 1,5 Minuten, aber letztendlich kommt es ja auch auf die Details drauf an. Ja, man sieht ja auch schon halt, wie er sich hier schon weitergedreht hat. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ja, wenn man da mal mehrere Stunden aufnehmen würde, würde man auch mal die Rotation von diesem Planeten, könnte man damit ein bisschen zeigen. Ja, damit sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Bleibt gesund und sternenklare Nächte. Bis bald. Ciao, ciao.